Gehe ich jetzt halt nochmal darüber. Was muss ich doch noch verpasst haben? Das ist der Ausgang. Ah, hier geht's durch. Schon gewundert, wo er letztes sein sollte. Kontrollturm. I don't think this tower malfunction is from storm damage. I need to set up a crime scene and find out what happened. I should start by identifying the victim. I should investigate this crime scene before going any further. Beweise scannen. David Shannon. The victim's name is David Shannon, a Gotham Optics employee sent here to repair a faulty network tower. But what killed him? Scanning the DNA impact on the wall should provide an answer. I should investigate this crime scene before going any further. Die Wahl. Was für eine krasse Software. Was hat ihn nach hinten gedrückt? Impact analysis indicates the victim was killed by some kind of explosion originating at that access panel. I should scan it for additional clues. Jetzt darf ich hier. No. It looks like the panel was rigged to detonate when swiped with a key card. Someone really didn't want this tower repaired, and it looks like that same someone left a set of fingerprints behind. Alfred, I'm uploading some prints for analysis. Let me know what comes back. Certainly, sir. Searching now. And here we are. They belong to one John F. Baker. He's a rather unremarkable criminal. Small jobs, mostly. And, that's curious. What's curious? Mr. Baker's dead, sir. His body was recovered from the Diamond District just under an hour ago. Looks like someone's tying up loose ends. I can bypass the booby-trapped access panel with my cryptographic sequencer, but I'll need the encryption codes from the victim's access card. Reviewing the crime scene will show me where it is. Rote Spur. Was da wohl drin sein mag. Achso. Das ist ihm aus der Tasche geflogen. This card has the codes I need to hack any of the network tower's access panels. Neues Gerät. Kryptografischen Sequenzer benutzen. Gerät hacken.
Schlüssel ist hier mit L und R. Hä? Soll ich das machen? Unglücklich, achso. Muss einfach nur drehen. Ist ja witzig. Schalte 10% der Deadman-Datenbank frei. Level up. Alfred, contact the GCPD. Na gut, lass ich ihn erstmal zu Ende reden. Let them know about the body. Send the data for my analysis too. Certainly, sir. Does this mean you found the source of the disturbance? I think so. So, jetzt aber Verbesserung. Viel Mischkant, den Gerichtsschaden nochmal plus 25. Deine Defensive, indem du einen Klingenduck mit einem Ausschalter abschließt. Ausschalter klingt eigentlich immer gut. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich so, was schon freigeschaltet ist? Erhöht die Betäubungsdauer für Batarangs getroffene Gegner, verbessert alle Arten von Batarangs. Was haben wir hier? Führe bei hoher Geschwindigkeit einen Gleitangriff gegen einen einzelnen Gegner aus. Greife bei höchster Geschwindigkeit an, um ihn sofort auszuschalten. Das klingt doch schon mal cool. Achso, wenn ich irgendwo runterspringe. Gut, ich glaube, das ist erstmal noch nicht so wichtig. Was haben wir hier schon freigeschaltet? Nichts. Gut, dann würde ich sagen, hier vorne nochmal. Wie die Kugelsicherung von Reifenmatern, die alle bereits zum Boden geworfenen Gegnern K.O. schlägt. Ist natürlich auch geil. Die Sicherung ist, denke ich mal, auch nicht verkehrt, zumal die ersten Leute hier auch schon mit Waffen rumlaufen. Na dann. Open the door. Was das für Leute sein müssen, die irgendwas hacken? Weil selbst ich hier nicht mal die Türen aufkriege, richtig. Und wieder hacken. Well, if it isn't the King Thug himself. Figured it was only a matter of time before you showed up. Sorry about the mess downstairs. Who is this? Think of me as a great big mystery. One you're never going to solve. Enigma, then. Oh, you must think you're so clever. Well, how's this for clever? I've taken control of towers all over the city. As long as they're active, your Batwing's useless. And it looks like it's gonna stay that way. I mean, this one's practically begging to be taken offline. And you still can't hack it. Pun intended, of course. Flugverbot. Black Mask's not going to like this. What are you talking about? Wouldn't you like to know? Also steckt auch mit Black Mask unter einer Decke. With the jammer offline, I can travel here with the Batwing. Those relays are part of a distributed security system. I wonder what they're protecting. That must be where Enigma set up shop. I need to pay him a visit. Woher weiß er jetzt daraus, dass hier Enigma sein Lager haben wird? Wie viele Kriminelle es gibt. Was cool, dass man jetzt für jeden Kriminellen so einen eigenen Storyverlauf scheinbar hat. I see you've regained control of the Batwing, sir. I suppose it's off to Jezebel Plaza, then. That's the plan. Then I've also got a lead on Enigma. Well, don't overthink it too much, sir. We both know you'll eventually wind up doing both. Gesperrt? Hallo? Hier geht's auch raus. Ist ja witzig. Da ist mein Bettsignal. If I don't get to Jezebel Plaza before that arms deal, I'll have no way to locate the Penguin.
Das ist so cool. Verbrechen im Gange. Achso. Ich will auch so eine Flügel haben und so einen Hinterhaken. Looks like the crime in progress the GCPD dispatcher just mentioned. I could go investigate, perhaps stop the crime. But I also need to get to the arms deal at Jezebel Plaza. Gerade bei so einem Massen reicht es eigentlich, wenn du nur im Konter bist. Da war sogar die Bedrohung hoch, habe ich gerade gelesen. This is a long bridge. I should use my grapnel accelerator. Greifhackenbeschleuniger, was heißt das denn? Und was bist du? Das eingeschlossenes Datenpapier geht. In einem Schließfach eingeschlossene verschlüsselte Expressdaten. Diese muss geöffnet werden, um auf die Daten zugreifen zu können. Kann ich da bestimmt irgendwas machen? Enigma Datenpaket zur Karte hinzugefügt. Okay. Das bringt nichts. Aktivieren kann ich da auch nichts. Muss geöffnet werden. Über diesen Schaltkreis hier. Und Druckschalter. Der diverse Maschinen und elektrische Geräte steuert. Achso, da stand jetzt nur Klettern. Ich hatte eigentlich gehofft, den aktivieren zu können. Und hier muss eine, wie sie kein Objekt. Was ist denn damit? Das ist, klappt nicht so, wie ich es möchte. Explosiv gehen nützt mir jetzt auch nicht viel. Hauptbombe. Guck mal, wo das hier noch lang geht. Da ist auch wieder ein Druckschalter. Hier bestimmt draufstehen und von hier dann alle Dinger treffen. Weil irgendwas passiert ja hier, wenn ich hier draufstehe. Ach, das ist bestimmt die Reihenfolge. Wo ist der zweite? Wo da hinten, wie soll ich da rankommen, ohne den Schalter wieder zu verlassen?
den sehe ich. Den nicht. Das ist wieder deaktiviert, so wie es scheint. Muss also tatsächlich drauf stehen bleiben. Bin aber auch gar nicht weit genug. Nah genug dran. Keine Ahnung, vielleicht muss ich das ja nicht jetzt machen. Ich gehe erstmal weiter. AA halten? Wie kann ich ein AA halten? Ich hoffe, ihr werdet heute ein niedriges Profil halten, Sir. Trust me, I'll take out those assassins before they even know I'm there. It's not just that. If some curious child looks out to see who's pattering across their rooftop, then it's Santa Claus, not a black-clad bat creature. I don't patter. I told you it was real! I told you! Wie viele Games von dem hier schon rumlungen? Gotham City ist echt nicht mehr sicher. Autsch, hab ich drei auf einmal umgehauen. Ah, ich bin nicht mehr gewillt. Ich würde selbst gerne mal eine Waffe aufnehmen. Aber es scheint nicht zu klappen. I've been looking for a good scrap. If you're looking for a fight, you ain't gonna find it up there. Warum geht mein Dings nicht hoch? Gleitgel. Habe ich gerade Gleitgel gesagt? Explosivgel, Sprühgel. Ja. Keine Ahnung, wie ich es aktiviert kriege. Mir war da mal noch. Ich hätte gerne mit dem Ding zum Explodieren gemacht. Jetzt ist es hochgegangen. Oder hab ich einen Zeitzünder dran? Putz. Hat das jetzt was gebracht? Nur die Erfahrung. Crackdown über zu klettern kann und irgendwelche Sachen findet. Das wäre ziemlich cool. Das ist gerade richtig gut. Das ist wieder ein Knast, so wie es aussieht, oder? Auf jeden Fall ist hier alles voll mit Verbrechern. Wieder so ein Zeichen. Das hat wenigstens
Nichts dran. Achso, da habe ich jetzt 10 Sekunden wahrscheinlich nur. Tatsächlich, also erst wenn das Ding gedrückt ist. Ist auch schon wieder was. Drei Schalter. Verstehe nicht, warum das irgendwie nicht klappt. Mache ich irgendwas falsch? Wenn ihr wisst wie, dann sagt's mir bitte. Nur der in der Mitte, aber da kam ich nicht ran. Egal, mein Ziel ist da oben und ich glaube, ich mache jetzt auch für heute erstmal Schluss. Ich kann ja noch in die Richtung gehen, in die ich muss. Ich komme hier nicht rüber. Okay, ein unsichtbarer Wind verhindert, dass ich da lang gehe. Schade, ich wäre eigentlich gerne aufs Dach drauf. Also wie es aussieht, muss ich wieder durch. Um genau hier reinzukommen. U-Bahn? Ist das krass. I'm running out of time. I should head for Jezebel Plaza. Genau hier werde ich heute erstmal Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch einfach. Bis dann. Tschüss.